Hallo zusammen, hier ist wieder der Tywald. Heute befinden wir uns natürlich mal wieder im Pokémon Online-Kartenspiel. Ja, was wollen wir heute machen? Wir werden heute mal wieder ein paar Booster öffnen. Das haben wir ja schon etwas länger nicht mehr gemacht. Und ich kann auch mal wieder einige Karten gebrauchen natürlich. Aktuell befinde ich mich ein bisschen im Umzugsstress. Deswegen kommen, ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, keine Stardew Valley-Videos zum Beispiel im Moment. Ich hoffe, das wird sich bald wieder ändern. Zudem arbeite ich noch an einigen neuen Formaten, wo es hoffentlich in Zukunft auch losgehen wird. So, Sammlung, da haben wir die Booster. An was habe ich heute gedacht? Heute dachte ich, wir öffnen mal Booster der Serie Generation. Ich gucke mal kurz, ob nichts anderes noch irgendwie in Frage käme mit einer Anzahl einer guten. Ja, wir machen Generation. Also 14 Booster aus der Serie Generation, der Serie zum 20-jährigen Pokémon-Geburtstag. Ja, viel Spaß dabei. So, und da machen wir auch unseren ersten auf. Ein Angry Pikachu Booster. Ja, ich habe noch keine Karte der Serie Generation bis jetzt, wie ihr seht. Alles neu. Hier diese wunderschönen Energiekarten. Aus der Radiant Collection ein Altaria schon dabei und ein Xiao, auch sehr schön vom Artwork her. Und die Rare ist ein Pinsir in Regular, also nicht Holo. Schade. Weiter geht's. Okay, zwei Energiekarten. Die hier ist aber Reverse, wenn ich das richtig sehe. Nice. Okay. Irgendwas Spannendes. Ein Mashok, ein Pixie, noch ein Xiao aus der Radiant Collection und zwei Rare-Karten scheinbar. Unsere erste Rare ist ein Felinara EX. Nice. Aus der Radiant Collection in Full Art. Die sieht ja super schön aus, die Karte. In Schale werfen. Wenn an dieses Pokémon eine Pokémon-Ausrüstung angelegt ist, fügt dieser Angriff 30 Schadenspunkte. Weitere 30 Schadenspunkte zu, nice. Für 2 Energie. Edle Schleife. Verschiebe ein an dieses Pokémon angelegte Fehlenergie auf ein Pokémon auf deiner Bank. Wenn du das machst, teile 50 Schadenspunkte bei jenem Pokémon. Auch gar nicht so schlecht die Attacke. Und die zweite Rare. Turtok EX. Oh mein Gott. Nice. Ja, hier habe ich das Glück, was ich nicht habe, wenn ich normale Booster öffne. 2 EX in einem Booster. Nice. Hyper Whirlpool und Hydrodruck. Hyper Whirlpool. Wirf eine Münze, lege bei Kopf eine an das aktive Pokémon deines Gegners angelegte Energie auf den Ablegestapel deines Gegners. Okay. Nice. Energievernichtend ist immer sehr gut. Hydrodruck. Dieser Angriff fügt einem Pokémon auf der Bank deines Gegners 20 Schadenspunkte zu. Wende Schwäche und Resistenz bei dem Pokémon auf der Bank nicht an. Okay. Auch nicht verkehrt, wobei 4 Energiekarten schon sehr teuer sind. Okay, weiter geht's. Eine Wasserenergie, sehr schön. Das Glumanda hat ja auch ein cooles Artwork hier, wie es den kleinen Judium seine Brille klaut. Auch aus der Radio Collection. Jetzt haben wir noch ein Krabi, ein Nebulak. Ein Magma sieht auch cool aus mit dem Feuerschlag, den es gerade macht. Durchsuche dein Deck nach bis zu 4 Elektroenergiekarten, zeige sie dem Gegner und nimm sie auf deine Hand. Okay, das ist auch cool, die Karte. Dann ein Flauschling. Hier ist dieses. Ah, das ist sogar die Weaver's Holo hier, wie ich es richtig sehe. Ah, nein, das ist eine normale Holo. Also die Radiant Collection Holo. Die, das erkennt man hier unten an dem Holo-Effekt auch auf dem Blatt. Und, das Artwork ist ziemlich cool mit diesen, Süßigkeiten. Als normales Weaver's Holo haben wir ein Zubat und die Rare. Ein Galopper. Das sieht auch ziemlich mächtig aus. Nice. Aber ein Regular, kein Holo. Schade. So, ich sehe wieder eine Elektroenergie. Dann sehe ich hier das coole Mauzi in der Wüste. Ein bisschen am Verzweifeln vor Durst. Ein Wohin genau aus der Radiant Collection. Ein Golbat. Ein Frostedie, auch aus der Radiant Collection. Ein Kapador aus dem Trocknen und als Rare
Ein Tauros auch in Nicht-Holo. Das Kapador ist unser Reverse-Holo. Okay. Bis jetzt noch nicht so viele Hits. So, wir haben wieder zwei Karten, die wir aufdecken können, also zwei Rares scheinbar. Eine Unlichtenergie mit den Streifen als Energiekarte. Ein Reverse Holo Dicta. Aus der Radio Collection haben wir noch einen Wohin genau dabei. Und fangen wir mit der normalen Rare an. Ein Dictree. 90 KP nur, aber die Attacken sehen nicht schlecht aus. Erdbeben mit einer Energiekarte nur. Dieser Angriff für jeden Pokémon auf deiner Bank. Okay, 10 Schadenspunkte, das ist natürlich nicht so nice. Der Schaden dieses Angriffs wird durch Resistenz nicht verändert. Okay. Ja, ist wahrscheinlich nicht so stark. Und als Rare aus der Radiant. Gardevoir EX. Okay, die sieht ja auch richtig nice aus, die Karte. Hier haben wir das Gardevoir, ein Kirlia und ein Trassler. Der Charme von der Radiant Collection. Super nice. 170 KP. Sprung ins Leben. Heile bei diesem Pokémon genauso viel Schaden, wie du dem aktiven Pokémon deines Gegners zugefügt hast. Also 20 und gegebenenfalls, wenn es eine Schwäche gegen Feen hat, dann 40. Oder halt, wenn du irgendwelche Items angelegt hast, kann es ja auch noch stärken, wirken und dann halt man auch mehr. Okay, das ist gar nicht verkehrt. Schimmernder Wind, 100 Damage, okay. Während des nächsten Zuges deines Gegners hat dieses Pokémon keine Schwäche. Okay, auch nicht schlecht. Hört sich eigentlich ganz cool aus von den Attacken her. Ist auch eine Full Art, sieht sehr schön aus. Sehr, sehr nice. So, was haben wir hier? Ein Schlupfwurm mit dem coolen Artwork. Auch wieder aus der Radiant Collection. Wieder eine Reverse Holo Wasserenergie diesmal. Normale Energie ist eine Pflanzenenergie. Ansonsten nichts unbedingt Besonderes. Wir haben hier als Radiant Collection Karte nochmal einen Yveltal. Sieht auch sehr cool aus. Und die Rare ist ein Nocturne. Okay. Weiter geht's. In diesem Booster ist keine Energiekarte drin. Hier ist wieder ein einsames Paras im Baum. Die Karte dachte ich schon, ist traurig. Dann haben wir hier ein Raupi. Das sieht auch ziemlich cool aus. Das habe ich noch nicht gesehen. Nice. Ein Endivier, das hier friedlich toll mit einem Pikachu die Treppe runterläuft. Auch ein sehr schönes Artwork. Sehr schöne Karte. Die Pokécenter-Dame, wichtige Karte. Eine Sanna, zwei Sanna, ach, eine Reverse Holo Sanna ist das sogar. Und als Rare, dann haben wir ein Flauschding aus der Radio Collection natürlich noch. Und als Rare haben wir hier ein weiteres Galopper in Regular. Okay. Ein paar Booster haben wir ja noch. Also alles im grünen Bereich noch. Wieder eine Reverse Holo Energie, nice. Und zwar eine Feenenergie, sehr schön. Eine Blattenergie. Ich sag's immer wieder, diese Energiekarten aus der Radiant, also aus den Generationen, finde ich super schön mit diesen Strichen. Und in Reverse natürlich direkt nochmal eine Stufe besser. Dann haben wir hier ein Pikachu. Auch ein sehr schönes Artwork. Noch ein weiteres Psion, Beleber. Astrid, tausche dein aktives Pokémon gegen ein Pokémon auf deiner Bank aus. Wenn du das machst, heile 30 Schadenspunkte bei dem Pokémon, das auf deine Bank verschoben hast. Okay, das ist eine coole Karte eigentlich, wie so ein Tausch, nur halt mit Heilungseffekt noch. Und dann haben wir hier natürlich den Heiko aus der Radiant Collection. Auch eine sehr beliebte Karte, sehr schön. Durchsuche dein Deck nach einer Karte, zu der sich eines deiner Pokémon außer Pokémon EX entwickelt und lege sie auf das entsprechende Pokémon. Dies zählt als Entwicklung des Pokémon. Mische anschließend dein Deck. Du kannst diese Karte während deines ersten Zuges oder für ein Pokémon, das in diesem Zug ins Spiel gebracht wurde, verwenden. Okay. Man kann also die Entwicklungsrestriktion aufheben und dadurch wird schon in der ersten Runde ein Pokémon entwickeln. Und dadurch, dass die Restriktion nur auf Pokémon EX gilt, sollte sie auch für Pokémon GX in der neueren Edition funktionieren. Also eigentlich ziemlich mächtige Karte, glaube ich. Und als Rare ein weiteres Nocturne. So, wir sehen wieder eine Reverse-Energie. Dieses Mal Typ Feuer. Nice. Elektroenergie, ein Rhyhorn ist neu dazugekommen, ein Ausdruss hier unten.
Sieht auch ganz cool aus. Und ein Safkon. Und wir haben wieder zwei Karten zum Aufdecken. Wir fangen mit der normalen Rare an. Da haben wir ein Galoppa, das Galoppa Nummer 3 in dieser Episode. Okay, auch wieder in Regular. Und die Rare hier ist ein Felinara EX Nice. Diesmal in Normal, also nicht in Full Art. Wieder aus der Radio Collection. Die Attacken sind die gleichen wie beim Full Art, ist ja immer so. Aber sieht mega nice aus, die Karte. Das ist auch eine Karte, die ich noch gerne in echt hätte. Super nice. Ein paar sind noch da. Hoffentlich geht das weiterhin ganz gut. Also im Moment läuft es ganz gut. Ich hoffe, es gibt weiterhin gute Karten. Und ich sehe schon da unten ein Glurak. Oh mein Gott, wie cool ist das denn bitte? Ein Glurak, auch wieder aus der Radiant Collection. Wähle eine Attacke aus den vorangegangenen Entwicklungsstufen dieses Pokémon und verwende sie für diesen Angriff. Okay. Hört sich eigentlich ziemlich nice an, besonders die Energiekosten. Nicht schlecht. Brandbombe, 130 Damage. Aber du kannst es nächste Runde nicht mehr einsetzen, okay? Aber auch ganz cool. Das Artwork natürlich traumhaft. Das Glurak, das den Trainer so ein bisschen schützt vor dem Schnee, wie es aussieht. Super nice. Bin gespannt, wie es Glutex so aussieht. Das fehlt mir jetzt noch von der Radiant Collection hier. Ja, genau, die Reverse Holo war. Ist das die Sanna hier? Ja, die Sanna ist das Reverse Holo zum zweiten Mal, okay. Und schon wieder ein Nokshan, ernsthaft, ey. Drei Nokshans, drei Galoppas. Okay, wir haben hier einen Sabayone aus der Radio Collection bei dazu bekommen. Das ziemlich cool aussieht. Dann eine normale Feenenergie. Pixie Indivisible, ansonsten nichts Spannendes. Ein Beleber als Reverse Holo Karte. Und die Rare ist ein Parasect. Das sieht interessant aus. Das ist so eine Art Labor oder sowas. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber auch in Regular. Okay. Zwei haben wir wohl noch jetzt, nach dem hier. Wird mal wieder Zeit für einen Hit in den normalen Karten. Oh, wie süß. Ein Dedene aus der Radiant Collection. Das sieht echt mega sweet aus. Noch irgendwas Neues? Ja, hier ist ja ein Xiao und als Reverse Holo haben wir einen Energieumschalter. Und dazu kommt jetzt zu Rare ein Diktri Nummer 2. Okay. Irgendwie meinen es diese Booster nicht so richtig gut mit uns. Da oben sehe ich schon ein Flabébé. Auch ein schönes Artwork. Attacke Rasierblatt. 10 Damage. Ja, ist die erste Entwicklungsstufe halt. Sieht ziemlich nice aus. Dann haben wir den Schmetterhammer. Eine sehr, sehr wichtige Trainerkarte. Und wir haben Dry Rares zum Aufdecken. Sehe ich gerade. Nice. Und hier ist ein Pantymos. Das sieht auch ganz cool aus. Es putzt gerade die Fenster, wie es aussieht. Sehr, sehr cool. Ja, beginnen wir mit der ersten und arbeiten uns nach vorne durch. Das sollte die. Oh mein Gott, ein Mega Gardevoir EX. Diese Karte ist mega nice. Auch als Full Art, richtig, wenn ich das sehe. 210 KP. Attacke glänzender Pfeil 30x. Dieser Angriff fügt 30 Schadenspunkte mal der Anzahl der an all deine Pokémon angelegten Feenenergien zu. Also in einem Feendeck. Richtig nice Karte. Dann kommt wahrscheinlich jetzt die Reverse Holo. Korrekt, ein Reverse Holo Galoppa. Auch ganz cool, quasi unser bestes Galoppa jetzt. Und als Rare ein weiteres Tauros in Regular. Okay. Ich muss sagen, diese normalen Rares enttäuschen mich hier echt ein bisschen. Ich glaube, außer dass Turtok EX bis jetzt noch nicht mega gut ist. Aber dafür halt die Radio Collections mit vielen, vielen guten Karten. Was aber auch nicht so schwer ist, da gibt es ja nicht so viele Karten. Okay, zum Abschluss nochmal zwei Rares zum Aufdecken. Hier nochmal ein Psiao, ein Paras, eine Evo-Brause. Und ein Flauschling. Dann fangen wir mit der normalen Rare an. Hoffentlich heute jetzt mal was Gutes wieder. Ah, mein versöhnlicher Abschluss, sag ich mal. Ein Glurak EX. 180 KP. Ein cooles Artwork. Flammenumhang. Nimm eine Feuerenergiekarte von deinem Ablegestapel und lege sie an dieses Pokémon an. Okay, das ist nice. Damit kann man sich schön vollladen. Heißer Hauch. Wirf zwei Münzen. Dieser Angriff fügt 40 weitere Schadenspunkte mal der Anzahl Kopf zu. Okay, kann also
bis zu 160 Schaden, wenn man lackert mit Münzen, aber ist halt natürlich alles sehr glückabhängig. Und das ist natürlich nicht so leicht berechenbar dann. Und als Rare aus der Radiant Collection. Ach nee, als ja, Rio Solo, okay, ich hab mich vertan. Die Radiant Collection Karte war ja schon die hier. Ein Dodri als Reverse Holo. Auch nicht schlecht, immer eine Rare. Lässt sich sehen. Ich weiß gar nicht, haben wir noch? Noch mehr? Achso, jetzt geht er zurück in den normalen Booster. Ach, jetzt könnte man sich welche kaufen, okay. Ja, müsste ich gleich auch mal durchgucken. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Kohle auf dem Konto. Muss ich mir nochmal angucken. Ich guck mal noch mal kurz in den Booster, ob wir vielleicht noch irgendwas haben, was wir noch schnell hinterherwerfen, was eh nicht mehr so viele sind. Ah, von allen haben wir so vier oder so. Ich denke, die verwahren wir noch. In dem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. In Zukunft werden hoffentlich auch wieder mehr Videos kommen, dann, wenn der Umzug rum ist. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen erfolgreichen Tag und wir sehen uns in Zukunft. Tschö, tschö, der Tywald.